Als Film hat die Geschichte von Baby und Johnny in den 80er Jahren Millionen in den Bann gezogen. Jetzt ist Dirty Dancing zurück auf der Bühne und sorgt für ebenso begeisterte Reaktionen. Tosenden Applaus gab es etwa gestern in der Linzer Tipps Arena, wo das Musical gestern und heute gastiert. In den kommenden Wochen gibt's die getanzte Liebesgeschichte mit den unverkennbaren Melodien dann auch noch in Salzburg, Wien und Graz zu sehen. Die Geschichte von Dirty Dancing ist schnell erzählt. Eine junge Frau aus gutem Haus verliebt sich in den Ferien in ihren Tanzlehrer aus der Unterschicht. Die Eltern sind natürlich gegen die Beziehung, am Schluss gewinnt aber doch die Liebe. Aber eigentlich geht es ums Tanzen, um den sündigen Hüftschwung, Dirty Dancing eben. Haben Sie selber schon einmal schmutzig getanzt? Dirty Dancing? Natürlich. Pfeile? Das macht jeder, oder? Ja, haben wir schon. In der Öffentlichkeit? Auf unserer Hochzeit. Darf man. Ja. Baby ist sehr süß, Johnny ist ein guter, muskelbepackter Tänzer, alles sauber inszeniert. Ein bisschen mehr Dirty Dancing und Schweiß wäre schön gewesen, aber Anna Weihrauch ist eben nicht Jennifer Grey und Mate Günay nicht Patrick Swayze. Es ist schon was Besonderes. Also klar ist es für uns auch irgendwie Alltag und auch ein Job. Aber wenn ich das jemandem erzähle, der sagt dann schon so, wow, Dirty Dancing, das ist ja schon so eine Traumrolle. Und das ist es auch. Also es macht wahnsinnig viel Spaß und es wird einem nie langweilig. Auch vor allem mit dieser wunderschönen Musik, die wir haben. Also daher schon eine schöne Show. Dirty Dancing ist neben Flashdance wahrscheinlich der Kult-Tanzfilm der 1980er Jahre. Und auch wenn bei der Bühnenshow Jennifer Grey und Patrick Swayze, der durch den Film weltberühmt wurde und 2009 starb, natürlich fehlen, ist die Musik- und Tanzshow am Ende nicht weniger knisternd. Denn zum Schluss siegt die Liebe, es gibt die legendäre Hebefigur. Und alle singen Time of My Life. Publikum, was willst du mehr?